Guten Tag, auch an meiner Seite aus. Der bei sich auch aufnimmt, normalerweise. Wir bauen einen Block. Was für ein Block ist da gemeint? Minecraft-Block? Ja. Wirklich? Okay. Weil dann habe ich schon mal eine Idee, was ich bauen werde. Tatsächlich. Ich muss mein Textpack einladen. Das wusste ich mit normalen Spielen. Das musste ich ja gerade auch überlegen, weil ich überlege mir so ein, ich überlege so einen Dirt-Block zu bauen. Halt's Maul. 1, 2, 4. Michael, wie meine Gedanken, ey. Oh, der Block ist zu groß. Scheiße. Nee, ich hab keine Idee, was ich baue. Nee, ich mach einen Erdblock. Ich muss zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. So, ich hab mich vertippt. 1, 2, 4. Wenn ihr auf jeden Fall mehr sehen wollt mit Rocco, würde es mich über eine positive Wertung freuen. Bei Rocco auch natürlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es werden auch vielleicht demnächst wieder andere Dinge kommen. Ich habe schon mit Rocco tatsächlich über was geredet bezüglich anderen Projekten, mit anderen noch. Möchtest du sagen, was für Projekte? Der Plan ist so eine Art Craft-Tag. Ja. Und deswegen ist es auch ein gutes Vormarsch, das Video. Wir suchen halt noch Leute, die gerne bei Craft-Tag mitmachen wollen. Ich werde natürlich noch ein paar Fragen, die ich halt so kenne von YouTube, ob die darauf Lust hätten. Und aber auch allgemein, ich weiß halt nicht, es ist ja, die Regeln können wir nochmal ein extra Video erklären, die haben wir zwar jetzt schon festgelegt. Oder wollen wir die sagen? Wir sagen es dann im nächsten Video. Ja. Und es ist noch ein anderes Projekt geplant von Rocco. Also in Anführungszeichen geplant zum Mitmachen. Darf ich das sagen oder? Ja, hau aus. Rocco hat so gesagt, mich so mal gefragt, ob ich Bock hatte auf ein Varo-Projekt. habe ich natürlich ja gesagt. Ich hätte tatsächlich gerne Lust darauf. Und deswegen werden wir auch wieder womöglich in einem Team dann das Varo-Projekt machen. Gegen andere natürlich. Wie das Projekt genau heißt, weil ich glaube, darauf wurde ein Patent eingelegt, oder? In der Fahrer wird Patent angelegt. Deswegen müssen die das mal umnennen. Aber ist halt die Sache, wenn man Varo dazu sagt, fällt einem besser ein, was gemeint ist. Deswegen sagen wir halt noch den Namen. Muss den einzahlen. Ach du Scheiße. 2 Minuten noch, oh Gott. Ja, ich kann fertig werden noch, wenn ich halt klug baue. Sag mal, was baust. Achso, man sieht ja, was man baut. Oder was wer baut, ist die Sache. Ist nicht hier auf Mindplex. Und ja. Wann welche Projekte stattfinden, wissen wir noch nicht. Also das Varo-Projekt und das Craft Attack-Projekt ist noch nicht so 100% geplant. Aber wir haben halt schon mal die Ideen dafür aufgebaut, was alles reinkommt. Ja. Und noch so als kleiner Vormarsch, das Varo-Projekt wird natürlich nicht von uns geleitet, es wird von jemand anders geleitet. Ja. Wir sind dazu letztendlich eingeladen, kann man nicht sagen. Man wurde aufgefordert, dass welche mitmachen könnten, sagen wir mal so. Und da hatte Rocke natürlich die Initiative geschnappt und hat direkt geguckt. Oh, Alter. Oh, das schaffe ich nicht. Es wird knapp. Es wird sehr knapp. Zu knapp. Verdammt. Ich möchte halt nichts mit Molle bauen. Ich finde Molle irgendwie grässlich zum Bauen mittlerweile. Da müsste ich jetzt alles umbauen. Nein, ich war wirklich nicht fertig. Nicht? Mm-mm. Ich glaube ich auch nicht. Das ist mein Problem. Hoffe ich. Werden die Leute erkennen, was sein sollte. Jetzt kommt du aus einer Art Quarz oder Ohr nach. Diamantohr. Ach, was soll ich denn sehen, Mike? Boah, nee. Never. Ne, schaffe ich nicht. Nee.
Sieht hässlich aus. Jetzt kommt zu unserem Blog, haben sich manche so einen Notizblock vorgestellt, wisst ihr, ich meine? Wow. Okay, das ist Poop. Ach, du hast es auf Englisch? Ich hab's auf Deutsch gestellt. Na, das sieht eigentlich mal gut aus. Das ist ein guter Anfang. Ich gebe ein... Okay. Dann gut. Also für die Verhältnisse, was ich gebaut habe, ist das so gut. Naja, okay. Es ist halt einfach gebaut. Einfach nur hingeklatscht und so. Keine... Ja, okay. Ne. Das verstehe ich nicht, was es darstellen soll für ein... Deswegen geht das super Poop. Natürlich mal. Super Kacke. das ist Kacke. Ich finde, ich sag einfach nur Poop, ja. Das tut mir auch leid für den, der es gebaut hat. Oh, guck. Oh, Mike. Ich wollte hier dieses Gras nach unten ziehen, dass es halt so eine Art Struktur bildet, aber ich hab's nicht geschafft. Ja, okay, ich geb dir einen Kill, Mike. Was? Ich geb einen Poop. Ja. Ja, ich mag dieses Gras. Das hätte man höher. Du hättest mehr Zeit gebraucht, das sieht man, du hättest es noch höher bauen müssen. Aber ja, ich hab's noch okay. Hast noch okay bekommen. Das ist ein Berg gemacht. Und kein Block. Also so ein Wasserfall ist das und kein. Ich hab einen Poop. Man kann in die mit dem Booten fahren. Alles klar. Als was? Wer bleibst du geworden? Siebter. Was hat er? Siebter. Okay, ich bin Sechster. Oh nee. Noch eine Runde? Okay, Leute, jetzt wird eine Schlange gebaut. Ja, Leute. Ich hab Kopfkino. Ich hab Kopfkino auf jeden Fall. Eine Schlange. Ich sag nur Kopfkino, Rocco. Eine Black Mamba baue ich. Natürlich. Wieso kann ich mir vorstellen, dass halt wirklich jemand eine perverse Schlange baut? Also Rocco, weißt du, was ich meine? Alter, eine Schlange zu bauen, weißt du, wie scheiße? Ich kann keine Schlangen bauen. Ich hab noch nie eine Schlange gebaut. Was soll das jetzt werden? Also weiß mal, ich kann gut bauen, aber nicht sowas. Eieiei. Ich hab eine Idee. Das sieht zum Kotzen aus. 4 Minuten noch. Ich dachte gerade auch so. So steht die Zeit vor. Ach du Heilige. Ja, nein. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, dass ich jetzt kein Texturpack nutze. Ist halt die Sache, gerade sieht es halt irgendwie schöner aus ohne Texturpack, muss man schon sagen. Abio. Geil. Störgeräusche. Kam die von mir oder kam die von dir? Oder kam von dir. Bei dir habe ich die auch gehört. Ich habe mein Handy aber nicht bei mir liegen. Ah, das sieht so richtig kaka aus. Kaka. Das sieht scheiße aus. Also Schlangen, also Tiere, Minecraft kann ich nicht bauen. Häuser, alles Tiere, aber keine Tiere. Ein Haus kann ich bauen, das sieht schön aus. Ja, ich auch. Ah, die Schlange sieht so hässlich aus. Scheiße. Digga, was ist das für eine... Ich weiß nicht, ob man das sagen darf. Rocco Club. Alter, was ist das für eine Missgeburt? Darf man das sagen auf YouTube? Ich weiß nicht. Bitte nicht striken lassen, danke. Alter, was ist das für eine Missgeburt? Scheiße. Was habe ich zur Welt gebracht hier? Mike, du hast ein Kind zur Welt gebracht. Nee, ein Kind nicht, aber eine fette Schlange. Hier ist man wirklich. Ich will deine Schlange ansehen, wie der da aussieht. Ich hab Kopfkino. Wenn das ein Scheiße aussieht für die muss ja alle ausspotten. Das ist das schönste, die schönste Schlange, die ich hier gebaut habe. Das ist die einzige und die schönste Schlange, die ich hier in meinem Leben gebaut habe. Alter Digga, die Schlange ist so fett. Die erinnert mich an Sachen.
Die sind in den Kommentaren, ey. Was ist das für eine Scheiße? Wie sieht eigentlich der Kopf aus von der Schlange? Keine Ahnung. Frag mich das. Ich bin gerade einen Kopf angekommen. Die sieht so hässlich aus. Ist halt, ich weiß gar nicht, wie ich den Kopf machen soll. Ja, erinnert mich halt irgendwie wirklich an Sarah. Sorry, tut mir leid, Sarah. Aber... Was ist das für eine Missgeburt? Das macht sich besser, Scheiße. Gibt's irgendwas Artiges, was aussieht wie Schuppen in diesen Köpfen? Warte mal, ich hab eine Idee. Das macht sich besser. Kreaturen. Oh mein Gott, man kann Kreaturen machen. Gibt's hier vielleicht eine Schlange, die man als Kreatur setzen kann? Nein, gibt's natürlich nicht. Verschiedenes, was gibt's denn hier? Eine Minute nur noch. Was passt zu einer scheiß Schlange? Hier gibt's nicht Gutes. Digga, was frisst vor allem gerne Schlange? Ich baue jetzt einfach mal das hin, was ich denke, dass eine Schlange ab und zu frisst an Vögeln, ey. Digga. Was ist das für eine Mistgesch... Das macht... Alles macht sich besser, ja. Ey, die Schlange sieht... so hässlich aus. Scheiße. Ach du Scheiße, was hab ich da... Was hab ich da... Ich hab einen Block ver... es ist nur Puff, ja, nein, okay. Oh. Das ist ein Wurm, keine Schlange. Hast du schon mal eine bunte Schlange gesehen? Nee, das ist nicht bunt, aber solche Farben haben eine Schlange, manche. Oh. Nee, die geht eigentlich. Von Aufbau, was auf dem Boden ist, geht die eigentlich, das kriegt ein okay. Ich bin geile Schlangen. Das sieht meins schlechter aus. Ey, für Legendary gibt dann hasse ich. Ach du Scheiße. Ey, das sieht wenigstens besser aus. Ich wollte gerade sagen, was hat die für einen Überbiss? Also, ja, das stimmt, aber die hat mich gut verdient. Was ist das denn für eine Snake? Die ist unsichtbar, Mike, die siehst du nicht. Ach so, Legendary. Oh, das ist eigentlich. Okay, das ist mal ein guter Anfang von der Schlange. Das geht schon gut für mich. Okay. Ich wollte daran. Was ist das? Okay, ich habe noch nie mit einer Schlange gesehen, die fliegen kann. Die ist so gerade im Sprung gewesen. Im Buch. Alles! Legendary! Nein, gut. Nee, okay. Das ist eigentlich wirklich halt gut, weil manche Schlangen essen halt wirklich wild, deswegen. Oh, Ding. Was ist da? Ja, das ist wirklich. Die, guck mal, Fundus. Was ist das? Der Kenner sieht mal nur von vorne aus. Das ist ein Tee. Wow. Was ist das für eine Schlange? Die du nicht in der Hose hast. Mit Deck Mamba. Oh mein Gott. Ey, der Anfang ist gut, aber hier, es ist ein Upgrade-Wert. Es ist ein episch Wert, lol. Ich find's episch. Das ist Sandwurm. Sarah. Das ist Sandwurm. Das ist Sarah. Ich kann nicht mehr, ey. Ui. Nö, das geht voll. Das ist ja, nur einen ganz schön großen Biss. Ja. Du kommst denn gut. Aber... Ach! Kennst du, du bist doch Pokémon. Der wollte das eine Pokémon bauen da drin. Hat doch sogar, das ist ein Arbok. Das ist ein Gut. Okay, die steht auf jeden Fall Kerz gerade. Das ist ein Gutwert. Und das? Bist du denn? Die, Alter, ich hab noch nie eine Schlange gebaut, Leute. Oh mein Gott. Das ist Legendary. Die arme Schlange. Ich will mich jetzt irgendwie wieder helfen. Siehst du uns auf einem Lobby? Fragezeichen? Ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video, Leute. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao. Ich bin der Sieger.